Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumine. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead Age, Tag 6, der Morgen graut. Eine stämmige Gestalt besucht das Camp. Warum ist da so ein böses Bild immer? Er ist auf Durchreise, bietet gegen 2 Rationen eine Trainingssession an. Oh, verfügbare Ration 2. Das finde ich eigentlich ganz nice. Das machen wir und gehen dann einfach mal jagen. Lumi oder Lydia? Natürlich Lumi. Cool. Der Tag bricht an. Die Überlebenden regenerierten 20% ihrer Lebenspunkte. Als du wach wirst, erschreckst du für einen Moment, denn du blickst in die Augen von Lydia. Hallo. Das hätte mir gestern sehr gefallen zwischen uns, doch dann warst du abweisend. Bist du dir sicher, dass du nicht mehr willst? Keine Chance. Das wird nicht zwischen uns. Die Gründe kannst du dir vielleicht denken. Lass uns hier die Zeit nur überstehen. Sie nickt traurig und verlässt den Raum. Lumi, unser Camp hat nicht mehr genug Nahrung. Jeder Überlebende des Camps verbraucht eine Nahrungsration am Tag. Hungrige Überlebende geht daher jagen, besucht den Wall tagsüber, der als gute Futterquelle dient. Es wurden Plünderer gesichtet. Es wäre besser, Wachen im Camp aufzustellen, Lumi, es sei denn, du möchtest das Risiko eingehen und die Überlebenden lieber auf Streife mitnehmen. Nee, das ist schon okay. Ich will jetzt aber erstmal zum Händler gehen und dem die Glock verkaufen. Oder warte mal. Geh mal in die Bar gucken. Reden mal mit dem Händler nochmal, ne? Tipps. Ende. Okay, also hier können wir es nicht machen, sondern wir sollen in den Shop gehen und ihm den dann verkaufen. Okay, gut. Also gehen wir in den zum Shop. Und machen jetzt verkaufen. Ja. Für die XP und so. Warte ein paar Tage, dann habe ich einen lukrativen Auftrag für dich. Wir sehen uns. Nun ja. Leere Patronenhülsen, das wäre nochmal nice, ne? Alter, also die Preise sind ja insane. Alter, für die Glock hat er uns 4 Materialien gegeben. Und guck dir mal an, was der hier... Gut, wir haben 32 Materialien. Aber hat auch nur Schrotpatronen. Wir haben keine Schrotflinte. Müssen wir uns mal eine Schrotflinte machen oder so. Warte mal, neue Waren. Ach so, hier können wir noch durchschalten, oder was? Die Glock für 6 ist auch relativ günstig. Medizinkoffer 42, ja, das ist krass. Kuchen für 9, Flipflops, Softdrink. Es dauert noch 3 Tage, bis neue Waren eintreffen. Ach so, okay. Also einen Kuchen können wir uns kaufen. Aber die Materialien behalten wir lieber zum Craften. So, wir gehen jetzt erstmal gucken. Wir müssen nämlich ein paar Jobs machen. Wen haben wir denn so? Hier gibt es erstmal... Lumi hat Level Up, ja? Das heißt, wir können... War das nicht schon hochgeskillt? Nee. Wir hatten uns für hier entschieden, ne? Und wollten das noch eins hoch machen. So. Und Kampfskills. Ne, geht nicht. Das heißt, wir könnten hier. Nö, dann behalten wir die. Die behalten wir. Und der gute Bill könnte hier auch noch auf fast hochgehen, ne? 6 bis 8 Nahrung, 4 bis 6. Wir verbrauchen ja schon 4. Nee, wir gehen mal noch auf Survival. Ein bisschen. Das machen wir so. Okay. So, jetzt wird Lumi wird einen Job ausführen. Und zwar wird er jagen gehen. Jawohl. Oh, fuck. Das war schlecht. Nicht so gut. Gut, der Tag bricht an. Die Überlebenden regenerieren 20%. Ja, ja, ich weiß. Das verstehe ich schon. Und jetzt sollen wir den Highway besuchen, aber erst nachts. Mhm. Dann sollen wir die retten, die Überlebenden.
Ja. Nachts auf dem Highway. Also erstmal zurück. Ich will mir erstmal hier unsere Gruppe angucken. Also wir hätten die drei am Start, ne? Die können wir alle mitnehmen. Das würden wir auch tun. Ausrüstungstechnisch haben wir nichts, was wir da... Ja, das war schlecht, da ich die Jobs nicht zugewiesen habe. Das war natürlich dumm. Ah, dann bin ich natürlich jagen gegangen quasi und die anderen lagen faul rum. Da hätten wir natürlich mehr rausholen müssen. Na gut, aus Fehlern lernt man, Freunde. Passiert mir nicht nochmal. Ich immer zum Schluss. So, Highway nachts. Nee. Ich will die eigentlich mitnehmen. Kein... Boah. Wieso kann ich die denn nicht mitnehmen? Nee, Party. So. Die sind jetzt nämlich alle hier dabei. Und wer ist jetzt hier? Die habe ich jetzt alle in der Gruppe. So. Aber wahrscheinlich kann ich die Mission nur alleine ausfüllen, oder was? Party. Ach, jetzt ist in der Party, oder was? Ah ja, 2 von 3. Entschuldigung. Ah, verklickt. Das ist ja nicht zu fassen. So. Und jetzt kann ich sie... Jetzt ist sie auch dabei. Jetzt wären wir zu dritt. Müssen aber eventuell ein zum Nahrung holen... stellen. Na, wir probieren mal, ob das so funktioniert oder ob er uns jetzt gleich sagt, das geht nicht. Doch, es geht. Dann sind wir zu dritt. Das ist doch gut. Zum Glück ist es nicht allzu weit. Aber es sind immerhin 3 Leute hier am Start, gegen die wir kämpfen müssen. Medizinisch war man nichts. Kampf. Angriff. So, schauen wir mal, wie wir das am besten machen. Ich finde, Lumi sollte mal sich kampfbereit machen. So, dann haben wir ihn hier am Start. Der macht mal Nahkampf durch Rechen gebissener Passant. Gut. Und sie macht einfach mal direkt den gebissenen Passant schon mal platt. Boom. Okay. So, jetzt geht's weiter, nämlich mit Nahkampf-Eliminator. Und zwar der angeschlagene Streuner. Der hat am meisten Lebenspunkte. Schade, wurde geblockt. Dann gehen wir auf die Krankenschwester. Geblockt, okay. Und da wird mal fröhlich gespuckt von allen beiden. Wir probieren es nochmal. Jawohl. Die hauen wir erstmal weg, dann ist die nämlich schon mal platt. Und auf ihn wird jetzt eingeprügelt. Finde ich nicht gut, auf liegende Leute einzuprügeln, aber hey. So ein Streuner muss halt weg. Stahl. Oh, immer gut, nehmen wir mit. Leerstehendes Auto. Kofferraum ist verschlossen. Warte mal, wir versuchen mal zu öffnen. Wachsamkeit haben die alle 1. Wir nehmen mal Bill. Haben wir nicht irgendwo die Schlossknack? Alarmanlage geht los. Juhu! Haben wir nicht die ich mach diese Zusatzdinger hier nicht mehr. Weg. Ei. So, Nahkampf. Eliminator. Ich hoffe, es klappt. Nein, leider nicht. Nahkampf. Angriff. Geblockt. Okay, die ist so gut wie weg.
Machen wir mal Nahkampf. Angriff. Wir gehen auf sie, weil wir einfach viel Schaden machen, ja? Na komm, ich will kein Risiko eingehen. Schade. Knapp, ne? Jetzt spuckt die ja auch nochmal rum. Vier mehr, dann wäre es das gewesen. Na gut, Cheerleader getötet. Sehr, sehr gut. Bisschen Serum haben wir. Wir müssen weitermachen. Wir wollen ja die Überlebenden da erreichen. Alter, wenn wir drei mitnehmen, haben wir auch immer drei Gegner? Oder wie sieht das hier aus? Nahkampf, Angriff. Direkt auf die erste drauf. So, dann ist die schon mal weg. Das ist doch gut. Dann machen wir Nahkampf, Durchbrechen, gebissener Passant. Jawohl. Faules Erbrochenes. Oh, nicht gut. Oh, die hat ordentlich Schaden gemacht. Nahkampf, Eliminator. Das wäre natürlich mega nice, wenn das klappen würde. Und es klappt sehr gut. Jetzt muss der Typ weg. Okay, der ist weg. Der ist weg. Und die ist so gut wie weg. Könnte klappen. Sehr gut. Das hat so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Als du endlich den besagten Treffpunkt erreicht hast, ist niemand zu sehen. In der Entfernung siehst du jedoch ein brennendes Licht. Eine Horde hat sich um ein verschlossenes Auto geschart. Sie greifen es an und es droht umzustürzen. Das könnten sie sein, denkst du dir. Die Zombies haben uns den Weg versperrt. Doch da müssen wir jetzt durch. Hier sind fast ein halbes Dutzend Untote. Das wird ein Gemetzel. Hoffentlich reicht da die Munition. Zwei Wellen sind dann so drei, sechs oder fünf Leute. Ne? Na gut, wir haben hier aber noch ein paar Skills, die wir vergeben können. Sieben. Wenn wir machen hier, nee. Die geht mal auf. Wie viel Munition haben wir denn noch? Drei, zwei. Na gut. Nee. Ach, dann investieren wir das mal hier rein. Und die drei noch in erhöhte Konstitution, das finde ich gar nicht schlecht. Nun gut. Bin gespannt. Wie sieht es denn eigentlich aus beim Lumi lebenstechnisch? 208. Ja, gut. Okay. Dann machen wir, wie vorhin, wir gehen erstmal auf die Krankenschwester. Was hat der hier? Diesen Gruppenbonus, ne? Aber die Krankenschwester spuckt und heilt und weiß ich nicht. So, 54. Und weg. Nahkampf durchbrechen. Sehr gut. Ah, jetzt hat sie nur gekratzt. Und was macht er? Auch kratzen. Okay. So, jetzt versuchen wir natürlich wieder unseren Eliminator bei der Cheerleaderin. Hat nicht geklappt. Na gut. Der ist weg. Munition heben wir uns auf, Freunde. Geblockt, sehr gut. Das war ein wahnsinnig geiler Schlag. Da ist er nämlich gleich weg. So, Welle 2 von 2. Dann haben wir's, Freunde. Finde ich gut. Gebissener Passant. Und tote Krankenschwester, angeschlagener Streuner. Wir machen das wieder so. Wir gehen auf, warte mal, Nahkampf, Angriff. So. Schade, hat diesmal nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ah, sie kratzt nur. Das ist okay. Nahkampf. Durchbrechen. Sehr gut. Boom, weg. Sehr gut. Chakalaka. Dann können wir da nochmal auf ihn draufgehen, durchbrechen. Und dann machen wir nächste Runde aber keinen Eliminator, sondern gehen direkt drauf. Können wir sowieso nicht machen. Gehen direkt drauf. Dann ist er nämlich weg. Und es gab ein Level Up. Das finde ich sehr nice. Aber ich glaube, die Musik... Nee, die Musik ist so, die Effektlautstärke ist so ein bisschen hoch.
Mal gucken. Gebt mir Feedback. So. Kampfskills. Nee, wir wollten eigentlich. Doch, warte mal, was machen wir denn jetzt vor lauter Schreck? Warte mal, 6 und 7. Alternativ wäre hier 4 und 5, ja. Gleiter und. Erhöht die Stärke des befreundeten Ziels um 75%. Benötigt Aktions. Ah, war noch so eine Aktion halt zusätzlich, ne? Hier ist erstmal Schicht im Schacht, ja. Wachsamkeit, ja. Es ist jetzt eine schwierige Entscheidung, ne? Ich würde eigentlich echt noch hier auf Nahkampf gehen. Können wir so einen Rundumschlag machen und sowas. Das ist schon nice. Wir gehen auf Nahkampf, Freunde. Lumi ist ein Nahkämpfer. Und Jobskills, ja. Oh, guck mal hier. Erhöht die Chance, bei Arzt-Events erfolgreich zu sein. Bei Schlösserknacken-Events erfolgreich zu sein. Ah, das nochmal. Okay, wie sieht's aus? Wir plündern mal noch eine Uzi. Geil. Öffnet sich der Wagen. Hey, vielen lieben Dank für die Rettung. Ich hätte nie gedacht, dass ich das noch tatsächlich überleben werde. Es ist eine Frau. Puh. Sie umarmt dich überschwänglich und küsst dich freudig auf die Wange. Mal noch die nächste Kandidatin hier. Hey Kleine, wir haben unseren Teil auch dazu beigetragen. Ich hatte noch ein Medikit in der Tasche. Das könnt ihr von mir aus haben. Soll es losgehen? Wo ist euer Camp? Du wirst gleich von unserem Sheriff abgeholt werden. Aber wo sind die anderen? Wir dachten, es handelte sich um eine Gruppe. Oh, die. Ja, ja, die sind nun ja. Die habt ihr gerade erledigt. Oh, shit. Gott bewahre, sie haben sich alle verwandelt. Tut mir wirklich leid, Süße. Verstehe, wir werden alle grausame Dinge die letzten Tage erlebt. Wir haben sie erlebt, natürlich. Wenigstens hast du es geschafft. Das hübsche Mädchen umarmt dich wieder. Du fühlst dich für einen Moment als Held. Du gibst ihr eine Decke und sicherst den Bereich vorsichtig ab, um keine Untoten neugierig zu machen. Der Sheriff wird sich um das Mädchen kümmern. Entweder du ziehst jetzt noch weiter oder kehrst um. Tja, natürlich gerade nett dabei hier. Und wir hätten ja auch, guck mal, wir hätten, warte mal, Ausrüstung. Gewehrmunition. Wenn ich die jetzt aus... Ne, geht nicht, ne? So. Wenn wir die jetzt ausrüsten, können wir dann die, das hier benutzen. Tatsächlich, dann können wir mit der Uzi schießen. Ja, wie geil ist das denn? Pistole, Schrotflinte, Sturmgewehr. Und zählt die Uzi zur Pistole, oder was? Was ist denn die Uzi denn? Glock. 8 bis 9. Ja, weiß ich nicht genau. Zählt ja dann zum Gewehr. So. Das heißt eher Sturm. Ah, es gehört wahrscheinlich eher zum Sturmgewehr dann, ne? Oh, nehmen wir das doch nochmal mit rein. Hätten wir eine Uzi noch am Start, Freunde. Und wir haben ja auch noch hier so ein Medikit. Was wir gleich mal benutzen können. Und könnten dann theoretisch noch ein bisschen weiterziehen. Naja. Ne, machen wir nicht. Wir heben es uns auf für die nächste Quest, Freunde. Na? Wir müssen ja noch ein paar Jobs dann durchführen. Achso, kann nur im Cap. Ah, schade. Das wäre natürlich geil, wenn man das noch machen könnte. Ja. Nö, ist okay. Wir kehren zurück. Nahrung 3. Wir haben natürlich auch wenig Nahrung, ne? Vielleicht würden wir noch ein bisschen Nahrung finden. Aber die gibt's hier nicht. Aber Patronenhülsen wäre natürlich auch gut. Freunde, wir werden noch ein bisschen weitergehen. Vielleicht finden wir noch ein paar Patronenhülsen. Und können uns dann nämlich Munition machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Dein Lumi.